Moin moin und herzlich willkommen zu einem Tierlist-Video. Zellers und ich machen hier Tierlist-Beurteilung und heute mal die Starter-Pokémon. Jo, servus, hi. Die besondere Würze liegt darin, wir müssen uns auf einen Rang einigen. Das wird, glaube ich, je nach Thema ein bisschen schwierig werden. Deswegen fangen wir mit den knuffigen Starter-Pokémon an. Ich hoffe, es sind alle. Wir haben diese Auswertung nicht selber erstellt, deswegen Beschwerden an ricoslongos@web.de. Genau. Bisasam, was würdest du sagen? Bisasam ist spitze, hallo. Also erstmal ist es ein unterschätzter Starter. Ich finde aber von Achso, wir gehen übrigens nur auf das Design ein, wollte ich gerade noch sagen. Scheiß was auf die Stärke. Okay, dann nur vom Design her, ich finde Bisasam war schon ein guter Gedanke, was sie damals hatten. Also dieses, das ist auch, man hat auch bis dato nichts gehabt, wo es so in die Richtung geht, so dieses, so ein, ich weiß gar nicht, was da überhaupt ist. Ist es ein Dinosaurier, ein Nager? Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich tendiere zwischen A und S tatsächlich. Ich würde erstmal A sagen. Ich würde auch mal vorsichtig A sagen, weil da vorne A auf jeden Fall. Dann sind wir uns einig. Wir können ja später noch umpositionieren. Ja. Glumanda ist für mich ein S, das ist mein Lieblings-Pokémon. Ich weiß nicht, Glumanda ist überschätzt für mich einerseits. Ich würde mal Low S sagen, wenn dann schon. Ich finde das mit der Flamme mit der Flamme und Schwanni finde ich das gar nicht mal so uncool, das Teil, aber. Ich weiß nicht. Du könntest auch erstmal ein A lassen und später vielleicht nochmal umpositionieren. Es ist ja auch unsere beide Meinung. Ich hätte S gesagt, du sagst A, also ist es A oder S. Okay. What the fuck? Was ist das denn? Igamaro war das, glaube ich. Ist das aus einer Version, die ich nicht gespielt habe? Lass mich überlegen. Entweder war das Diamant. Nee, Diamant war das nicht. Das müsste. Dings sein. Schwarz oder weiß? Glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ich sage D. Ich sag D, gefällt mir auch nicht, der Junge. Perfekt. Endivie. Puh, auch eher schwach, aber. Ich finde Endivie eigentlich ziemlich cool. Ich würde Endivie sogar vielleicht auch ein A geben. Aber wenn du jetzt sagst D, dann nehmen wir B oder C, also. Also ich würde zu B tendieren, wenn dann schon. Weil damit bin ich einverstanden. Ich finde das Neckische, wie sie guckt und alles, ich finde das ganz nett und Das war, man hat auch damals noch nicht ganz gewusst, was man für Pflanzen-Pokémon macht. Und da haben sie sich halt schon Gedanken gemacht. Und das finde ich nicht schlecht. Oh. Wir können ja auch sagen, dass jeder einzeln S geben darf, so sein Liebling. Vielleicht. Ja. Dann würde ich das bei Glumanda, glaube ich, direkt verwenden. Ja, mach ruhig. B oder C. Ich hätte es auch mal zu B tendiert. Ich finde Panflammen vom Design her eigentlich ganz nice. Mhm. Das war auch, glaube ich, eine der ersten Äffchen, die man überhaupt hatte, neben Mankey und Dings. Aber ich fand, wenigstens haben sie mal miteinander gemacht und ich finde das eigentlich nicht schlecht designt, ja. Also okay. Ja. Dann haben wir als nächstes Igelava. B oder C. Feuerregel, Entschuldigung. Igelava ist die Entwicklung, ja. Ist etwas langweilig. Das ja, richtig. Ist ein bisschen langweilig, deshalb tendiere ich auch gerade zu C. Irgendwie. Ja, wenn wir beide C, also ist doch ein Deal. Ich tendiere zu C. Rikos wird uns dafür hassen. Evoli. Ja, ganz bestimmt. Evoli ist für mich mein S. Okay, dein S, Joker. Ich hätte Evoli A oder B gegeben. Ja, aber es ist Zellers sein Joker und hier deswegen S. Es macht auch einen geilen Plüschi an der Stelle. Ja, das S ist gerechtfertigt. Sphinx oder wie heißt das? Kann das ja sein? Ich habe gerade überlegt, aber auf jeden Fall dieses aus X und Y, glaube ich, ne? X und Y ist der. Ja, ich finde den eigentlich nicht schlecht. Ich finde den eigentlich ganz gut. Ich finde Feuer-Pokémon müssen brutal sein. Ja, das geht komplett in eine andere Richtung, richtig. Ich sage B oder C. Ich würde sagen A. Weil dann B, oder? Dann einigen wir uns auf B. Dann einigen wir uns auf B, weil ich finde das Fuchsdesign, das gab es noch nicht bis dato so nicht so häufig. Nur bei Vulpix ist so wirklich hingeblieben, dieses Fuchsdesign. Und dann haben sie was probiert, das fand ich gut. Jetzt musst du mir mal helfen. Also wie gesagt, wir sind keine Pokémon-Experten, also wir kennen nicht. Das ist die Vorentwicklung von Quajutsu. Ich weiß aber auch gar nicht mehr ganz. Quajutsu finde ich cool, aber Froxy heißt es, glaube ich, kann das sein? Froxy, ja, Froxy. C oder D? Ich würde auch sagen C, vielleicht sogar D, ja. Ich tendiere zu C eher, sagen wir mal. Ja, okay. Ich hätte C oder D, wenn du C sagst. Wir müssen ja immer so den Durchschnitt bin. Ja. Von dem neuen weiß ich gar nicht die Namen. Moment. Ich hab's eben noch gesagt am Anfang des Videos, aber ich hab's schon wieder vergessen. Vielleicht kannst du gerade mal schnell nachgucken, wenn dessen ich einfach irgendetwas rede, was keinen Sinn ergibt. Also, das Design finde ich nicht schlecht. Das ist ja auch. Krokel heißt es, glaube ich.
Ich glaube, das ist auch die Anlehnung auf diese G-Schoten, die mit Dings gefüllt. Also ich sag B. Ich finde ihn auch gut, ja. Ich würde auch den zu B miteinander spielen. Chimpep ist für mich ein A. Ich finde Chimpep mega cool. Chimpep ist cool, ja. Vielleicht sogar S. S oder A. Im Vergleich zum Panflon zum Beispiel finde ich den auch vom dieses Äffchen-Symbol sozusagen, finde ihn besser. Der hat auch ein bisschen mehr was, wie soll ich sagen. Können Sie sich so vorstellen, der fliegt bald auf einer gelben Wolke durch die Gegend und vergelbt das Böse. Was sagst du? Also ich sag S oder A? Ich würde auch A sagen. Okay, dann nehmen wir A. Wir können ja immer sagen, wenn jetzt wie hier, dann nehmen wir immer das untere, weil einer A und einer S. Hier würde ich, bei Flammiau würde ich auch A oder S sagen. Ich liebe halt Katzen. Ich habe auch so ein bisschen das Bias mit den Katzen, aber ich würde auch eher A sagen, weil ich finde, im Vergleich zu den anderen hier, finde ich den nicht so ganz so geil. Ja, Hydropie. Ich habe nicht umsonst gesagt, Hydropie ist so langweilig wie ein BWL-Student, um auf unsere Pokémon X Randomizer Nuzlocke. C oder D? Ich finde das Ding mega langweilig. Also vom Design. Wollen wir C sagen? Ich würde sagen C. Ich habe auch ein bisschen mein Bias, weil ich mag Hydropie einfach nur von den ganzen Okay. Games, ich habe kein C gegeben, weil ich direkt das nächste gegeben habe. Das können wir gleich auf D schieben, oder? Hast du da irgendwie? Ja, Otaro würde ich auch relativ schnell. Das ist unfassbar hässlich. Einverstanden. Pikachu ist schwer. Ich weiß nicht, ob wir die ganzen Pokémon-Fans triggern, wenn wir sie nicht in S packen, aber das ist mir auch scheißegal. Ich würde die auch B. in A packen. A oder B, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich sag B. Bist du auf oder A? Du hast A oder B gesagt, ne? Ich sag eher B auch, ja. Weil das Design, auch wenn das ikonisch ist und so, aber es ist doch, wenn man das mal so betrachtet, eigentlich recht simpel und ganz so interessant, tatsächlich. Im Gegensatz zu unserem nächsten Kollegen, ehrlich gesagt. Ich finde tatsächlich... S oder A? Blinfa finde ich interessant. Blinfa! Das erste so Pinguin-mäßige, das ist cool. Ich mag Pinguine. Was sagst du? Also, ich würde A sagen. Okay, ich habe S oder A, du sagst A, also nehmen wir A. Mir fällt gerade auf, hier fehlen übrigens, wie gesagt, wir haben es selber nicht erstellt, von den neuen Editionen auch noch hier die Pflanzenkatze und dieser... Stimmt, ja. Können wir ja gerade mal so... Machen wir am Ende. Wenn machen wir am Ende. Oder wollen wir es jetzt machen, sonst vergessen wir es. Nee, machen wir gerade am Ende, hätte ich okay. gesagt. Das ist ja D. Der Kollege, ja, den hätte ich auch eher mal. Die Entwicklungen finde ich schöner. Aber ja, es geht ja nur um das Aussehen der ersten. Genau. Und den ersten fand ich jetzt nicht so interessant, ja. Hier würde ich sagen B oder C. Ja. Bautz heißt es, glaube ich, ne? Ja, Bautz. Ich würde den auch zu B machen. Ich finde, das ist ein süßes Viech. Ja. Das ist ein drolliger kleiner Klops. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ich wollte schon Haspigrohr sagen, aber das ist was anderes. Ach Gott, ich habe die neuen. Aus Gold, aus Gold, sag ich schon, aus Schwert und Schild. Der war mir immer zu hübbelig und ging mir deswegen auf die Nerven. Deswegen sage ich A oder B. Eher B. Eher B, ja. Ich finde, vom Design ist er nicht schlecht, aber von. Ja. Wenn ich meine Präferenz, ja. Mir fällt der Name von ihm gerade peinlicherweise nicht ein. Aber wie gesagt, wir sind auch keine Pokémon-Experten. Hoppel oder sowas? Hoppel, kann das sein? Irgendwas anderes? Serpifoy, kann das sein? Ne, das nächste ist Serpifoy, glaube ich. Ne, das ist Serpifoy. Hier das, der Hoplo ist halt. Hoplo, genau. Serpifoy finde ich irgendwie langweilig und arrogant, ist für mich ein D. Dito. Sehr gut. C oder D. Weißt du noch, wie der heißt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, aber auch aus Schild und Schwert, dieses Wasserding, das... Mimion oder irgendwie sowas? Mimion? Vielleicht war Mimion auch die Weiterentwicklung. Aber, boah, C oder D. C ist noch sehr wohlwollend. Weil wir hier schon zwei Wasser-Pokémon haben. Ich hätte auch gesagt, machen wir mal ja C, ja, komm. Ja, okay. Shiggy. Shiggy war für seine Zeit zumindest, fand ich. Und das sieht auch immer noch sehr drollig aus. Ich würde auch sagen, ja. Mimion war das. Mimion, ja. Floink ist das hier, glaube ich. Ja, Floink fand ich jetzt gar nicht so schlecht. C, B oder C? Ein gutes C, würde ich sagen. Ja, ist okay. Flemli. A oder B? Ich tendiere eher zu A. Okay. Ist ein süßer Klops. Kamimani ist spitze, ich würde ihn fast zu S schieben. Ich bin auch überlegen, ob ich S nehme. S oder A, hätte ich gesagt. Ich finde Kamimani so ein cooles Viech. Wir können S nehmen, wenn du auch zu S tendierst. Ich würde auch S nehmen. Okay, dann nehmen wir S. Ist ein cooler Start. Ist ja unsere gemeinsame Meinung, also nicht nur von einem von uns.
Das sieht einfach nur cool aus und du hast den Eindruck, du hast nie Langeweile mit dem kleinen Globster. Das hier ist Gekkabor, glaube ich, ne? Gekkabor, ja, ja. Ah. Ich würde A sagen. Auch. Der ist gut. Ich hätte auch gesagt, nehmen wir mal ein A. Das hier finde ich C oder D. Hätte ich aber ja mal C gesagt, weil das ist eher langweilig vom Dings her. Jetzt hole ich mir mal den neuen Starter her. Genau, da haben wir noch diese Pflanzenkatze und Quaxel heißt, glaube ich, das Wasserding. Genau. Ich finde den Wasseritterich finde ich geil. Ja, ich finde eigentlich auch die Katze geil, finde ich geil. Ich finde beide eigentlich ziemlich gut. Ich würde beiden, glaube ich, einen B geben. Ich gucke mir gerade nochmal die Designs an. Wobei die Katze, ja. Ich finde es schon sehr knuffig. Also ich muss sagen, es ist meine Meinung, ich finde alle diese Starter sind. Normalerweise habe ich immer pro Generation immer so, wo ich sage, oh, der Starter oder der, aber in der Generation, der neuen, finde ich wirklich alle gleich gut. Ja, ich finde die alle ziemlich auch, so wie du sagst, alle im gleichen Niveau. Ich würde vielleicht die Katze ein bisschen höher setzen. Ja, das ist also Katze. Genau, Katze A und Quaxel B. Ja. Ich denke mal, das finde ich eigentlich ganz okay. Sollte ja. Okay sein. Ich finde aber auch die neuen Starter, die sehen auch gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie die dann sich entwickeln, wie die dann aussehen. Das weiß man ja leider noch nicht. Weiß man leider noch nicht. Ist aber auch gut so. Ich möchte die Überraschung haben. Ja. Ist gut. Nee, dann ja. War's das. Schön kurz, knackiges Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Zerreißt unsere Tierlist. Genau, zerreißt sie. Und sag mir, warum zum Beispiel, nehmen wir mal Otaro, das beste Pokémon aller Zeiten ist. Ich bin gespannt, ob es überhaupt jemanden gibt, der das behauptet. Aber gut, das ist ein... Oder vielleicht will uns jemand auseinandernehmen wegen unserem Kanimani. Niemals, niemals. Das war ja das Einzige, wo wir beide uns einig waren mit S. Also, es ist auch so ein drolliger Kerl, komm schon. Ja. Ach Gott. Okay. Ja. Dann macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.